globaler Ungleichheit. Und die globale Ungleichheit, die auch unsere Regierung offiziell bekämpfen möchte, ich sage nur Sustainable Development Goals, Ungleichheit innerhalb und zwischen Staaten verringern, diese globale Ungleichheit zu verringern, setzt voraus, dass wir wissen, wie sie zustande kam. Ich sage nicht, dass alle globale Ungleichheiten aufgrund von Kolonialgeschichte und Versklavungshandel zustande kamen, aber ein wesentlicher Teil davon. Und wer das ausblendet und dann aber immer wieder fast als ob er auf Probe wäre, sagt, morgen ist die Welt eine bessere und Ungleichheit gehört der Vergangenheit an, aber dafür nicht in die Vergangenheit schaut und stattdessen den Leuten sagt, ach, lass doch mal die Vergangenheit Vergangenheit sein, lass uns gemeinsam nach vorne blicken. Das ist ein Privileg, so reden zu dürfen. Man kann nicht aus jeder Position heraus nach vorne blicken. Wenn wir nach hinten blicken, heißt das nicht, dass wir sagen, wir hängen in der Vergangenheit fest. Wir müssen aber verstehen, was der Klotz ist, der das nach vorne gehen, der Klotz am Bein ist, der das nach vorne gehen behindert. Und dieser Klotz heißt, eine Seite meint weiterhin die koloniale Vergangenheit als kleines Fußnötchen der Geschichte darzustellen und abzutun. Das funktioniert nicht. Die Umverteilungsgeschichte, die dafür gesorgt hat, dass zum Beispiel jetzt ganz konkret diese Strafexpedition im damaligen Benin möglich wurde, die wäre ohne die vorherige transatlantische Umverteilungsgeschichte nicht denkbar. Ich werde es keinen langen Impuls in die Geschichte geben können, aber für all diejenigen, die es nicht wissen, diese Umverteilungsgeschichte begann mit dem transatlantischen Versklavungshandel. Dieser Versklavungshandel hat dem afrikanischen Kontinent am Schluss 60 Millionen Menschenleben gekostet. 60 Millionen. Da zu sagen, lass die Vergangenheit Vergangenheit sein und zusammen nach vorne schauen, ist natürlich schon eine Farce. Die erste deutsche Aktiengesellschaft zum Beispiel entstand im Rahmen dieses Versklavungshandels. Ja, also keine Börse, keine Aktie denkbar heute ohne die ersten Aktiengeschäften genau in diesem Handel mit Menschen aus Afrika. Ich habe gesagt, es ist keine Schwarz-Weiß-Geschichte. Natürlich gab es leider Gottes auch Nutznießer, eine ganz kleine Elite, die das mit möglich gemacht hat. Das darf aber nicht dazu führen, dass wir relativieren und sagen, ach, die Afrikaner sind selber schuld daran. Ne, diese kleine Elite ist nicht repräsentativ für 99% von Menschen, die aufgrund dieser Geschichte heute nach wie vor marginalisiert werden. Die Umverteilungsgeschichte, die mit dem Sklavenhandel begann, hat das Kapital, ich habe gerade gesagt, Aktiengesellschaft zum Beispiel, erste Versicherungen, erste große Banken, hat das Kapital dafür geschaffen, dass man überhaupt erst sich industrialisieren konnte. Jetzt kommen wir der Strafexpedition in Benin auch ein Stückchen näher. Die Industrialisierung war nötig, damit man sozusagen auch industrialisiert Krieg führen konnte. Und wer sich anschaut, ab welchem Moment größere Strafexpeditionen nach Jahrhunderten der Präsenz an Afrikas Küsten, ab dem Moment, wo größere Strafexpeditionen stattgefunden haben, das war der Moment, ab dem der erste Vorläufer eines Maschinengewehrs existierte. Und das ist auch ein industrielles Erzeugnis. Das heißt, vorher, jahrhundertelang, hat man sich vor allem an Afrikas Küsten mehr oder weniger bedient, im Sinne von, die kleine nutznießende Elite versorgt mich, aber die Europäer haben sich lange davor zurückgehalten, den afrikanischen Kontinent als Ganzes sozusagen flächendeckend zu entern. Das hat sich erst geändert mit dem Vorläufer des modernen Maschinengewehrs und in dem Moment wurde zum Beispiel so eine Strafexpedition wie in Benin möglich. Weil wenn ich einfach nur noch reinlaufen muss, dann kann der Gegner zahlenmäßig noch so überlegen sein und ich bin trotzdem am Schluss derjenige, der sich seinen Weg bahnt. Deutschland selber war ja relativ kurz, vermeintlich kurz, in dem ganzen sozusagen Versklavungshandel und auch im Kolonialgeschehen drinne. Aber Deutschland ist dafür sehr, sehr stark präsent, auch unter anderem, was den Bestand von in der Kolonialzeit geraubten Kunstgütern, Kulturgütern, aber auch menschlichen Überresten betrifft. Ja, also menschliche Überreste. Wir wissen alle, der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts zum Beispiel fand in einer deutschen Kolonie statt. Ja, und damals wurden nicht nur, in Anführungsstrichen, Kulturgüter entwendet, sondern unter anderem wurden auch nach dem Völkermord unter anderem Frauen und Kinder dazu gezwungen, die Köpfe ihrer getöteten Männer auszukochen, vom Fleisch zu entfernen, damit die hier nach sozusagen Deutschland geschickt, ins Deutsche Reich geschickt werden können für pseudo-biologische Tests, die sozusagen nochmal
pseudowissenschaftlich wieder beweisen sollten, dass Afrikaner per se den weißen Menschen unterlegen seien. Diese Köpfe und viele Kulturgüter sind bis heute in verschiedensten Museen Deutschlands am Start, um das jetzt mal salopp zu formulieren. Und ich mache keinem Museum heute dafür eine General Anklage, weil es darum geht zu zeigen, dass diejenigen, die jetzt gerade das Zepter in der Hand haben, mit ihrer Hauspolitik zeigen, dass sie dazu gewillt sind, dieses Erbe zu überwinden. Ich sehe